So, hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich bin der Mero. Ich habe leicht Probleme mit der Stimme, aber ich mache das Video trotzdem, weil das Video empfinde ich als ganz wichtig und deswegen auch mit belegter Stimme werde ich das Video jetzt machen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Die Huster werde ich dann rausschneiden. In dem Video geht es heute um Flight Groups bzw. auch Flight Groups setzen. Ich habe mir hier eine kleine Liste zusammengeschrieben und zwar erstens, warum mache ich dieses Video? Zweitens, wie setzt man diese Flight Group? Drittens, wie stellt man den Funk richtig ein? Und viertens, welche Sonderfälle gibt es? So, warum ich das Video mache, ist, ich war in letzter Zeit auf vielen verschiedenen Multiplayer-Servern unterwegs. Und habe da Karten gefunden, die von den Missionsbauern, ich sage jetzt mal einfach, nicht optimal eingestellt wurden. Also man kommt auf die Karte, man hat ein Flugzeug, in dem Flugzeug sind keine Funksachen eingestellt, keine Wegpunkte eingestellt. Es ist einfach nur, irgendjemand hat sehr lieblos dieses Flugzeug auf den Flugplatz gestellt, hat es auch nicht richtig benannt und im Endeffekt ist der Spieler dann derjenige, der dann das Problem hat. Ne, weil er dann da sitzt und dann weiß er nicht, wo er ist, wer er ist, was er kann und was er machen soll. Das ist im Großen und Ganzen das Warum. Und ich persönlich bin der Meinung, dass jemand, der Missionen baut, der sollte auch die Verantwortung dafür tragen, dass die Mission nicht nur Piu 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 ist und Schieß Pum Peng, sondern dass die auch gut, also handwerklich von der Basis her erstmal gut aufgebaut ist. Und damit man den Spielern, die neu auf die Karte kommen, nicht sofort den Spielspaß nimmt. Und wie gesagt, das ist eine Sache, das liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich sehr gerne bei unterschiedlichen Leuten auf unterschiedlichen Servern spielen, auf unterschiedlichen Karten spiele, weil das natürlich Spaß macht, sich auch anzuschauen, was andere so machen. Aber es ist ein leidiges Thema, wenn man dann eben mit den, wenn es schon an den Basics scheitert. So. Deswegen dieses Video jetzt. Hier mal um das generelle Setzen einer Gruppe. Jetzt habe ich da zum fünften Mal draufgeklickt, Herrgott. Verzeihung. Und wir setzen jetzt einfach mal eine Gruppe auf Kutaisi. So, an sich haben wir hier den Flugplatz Kutaisi. Wir sehen hier schon, er ist noch weiß hinterlegt. Damit wir ihn für uns flecken können, machen wir ihn hier oben mal blau. Wenn ihr natürlich rot spielt, macht er den rot, ist ganz klar. Und was wir jetzt hier schon sehen, das ist hier eine Beacon. Die ist hier für das Tarkan und der Tarkan-Channel ist von Kutaisi 44X. Das X steht für eine Bodeneinheit. Das bedeutet, wenn ihr auch später irgendwann einmal einen Flugzeugträger platziert, hat er auch die Kennung X. Einheiten, die fliegen, haben die Kennung Y, also achtet da bitte drauf. So, also wir fangen an. Wir suchen uns einen schönen Platz und wir suchen uns eine Gruppe. Jetzt fange ich mal an. Und nehme mir eine Gruppe von der AV8 oder erstelle eine Gruppe mit der AV8. Und jetzt geht es hier eigentlich schon los, dass wir hier dann ein paar Sachen beachten sollten. Also natürlich stelle ich das Ganze auf Client, damit wir das auch spielen können. Und jetzt setze ich mal das erste Flugzeug hier auf den Platz 01. Gebe hier unten an, dass ich den Takeoff from Ramp möchte und jetzt platziert er mir den auch auf 1. So, und damit denken es ist viele, das ist schon jetzt der Fall erledigt. Es geht aber jetzt los, also jetzt fängt eigentlich die Arbeit des Missionsbauers erst an mit der Gruppe. Das bedeutet, wir geben dieser Gruppe ein Call Sign. Und dann nehme ich jetzt mal Dodge und ihr könnt zum Beispiel hier Dodge, ihr könnt mit 1 anfangen, ihr könnt mit 2 anfangen, ihr könnt mit 5 anfangen. Das ist euch ganz selber überlassen, wie ihr das machen möchtet. Und, na, jetzt haben wir 1, hier haben wir 5. War mal wieder der Numlock ausgeschalten oder angeschalten. So, und wir nehmen jetzt einfach mal Dodge 5. Das bedeutet, hier oben haben wir den Namen der Gruppe. Und diese Gruppe heißt jetzt Dodge, also Dodge, so wie es hier geschrieben wird. Und dann heißt sie 5. Ja, also das könnt ihr natürlich mit Leerzeichen machen, wie ihr wollt. Group. So, das ist der Name der ganzen Gruppe. Und jetzt haben wir hier unten
Hier steht jetzt nochmal Name. Und das hier ist auch eigentlich wichtig für den Missionsbauer an sich, damit er nachvollziehen kann, welche Gruppe wo ist, dass er den Namen der Gruppe nicht nur hier oben reinschreibt, sondern auch hier unten reinschreibt. So, und jetzt sieht er hier, unsere Gruppe hat jetzt auf der Karte einen Namen. Als nächstes haben wir jetzt hier den Piloten. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir möchten diese Gruppe aus 4 Flugzeugen machen. Deswegen ist unser erstes Flugzeug Dodge. Moment, schreiben wir es gleich auch groß. Dodge 1. Und weil wir hier unten auch das Callsign haben, Dodge 5, 1, dann nehmen wir das natürlich hier oben auch. Das bedeutet, unser erstes Flugzeug heißt Dodge minus 5 minus 1. Dann haben wir hier noch Tail. Das steht hier schon schön drin. Also das ist hier 5, 1. Und, Verzeihung. Damit haben wir jetzt hier die Gruppe benannt. Wir haben hier den Skill, also den Client, den Skill als Client. Und wir haben hier den Piloten benannt. Und wir haben hier unten nochmal die Gruppe benannt. Und jetzt fangen wir mit dem ersten Flugzeug an, dieses Flugzeug auch gleich vernünftig einzustellen. Weil im Endeffekt, was ist denn jetzt los? Ist jedes andere Flugzeug nur eine Kopie des vorhergehenden Flugzeugs. Also das bedeutet, wir machen jetzt hier wir schauen uns hier das Payload an von unserem Flugzeug und hier können wir zum Beispiel, wenn wir hier jetzt einstellen 211D, dann haben wir hier die D, das ist die Day-Variante, also die Tag-Variante. Und hier unten könnten wir jetzt auch eine Vorgabe machen von dem Mission-Payload. Das lasse ich persönlich generell frei, weil das sollen die Leute dann selbst entscheiden. Dann haben wir hier, das brauchen wir alles nicht, Starttime brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht, aber hier fängt es jetzt an mit den Radiofrequenzen, also mit der VHF und UHF Radio 1 und VHF, UHF Radio 2 und zwar bei der AV8. Jetzt muss man bei der AV8 beachten, die hat 2 Funkgeräte, diese 2 Funkgeräte haben Frequenzbänder. Und ich habe mir diese Frequenzbänder mal aufgeschrieben von der AV8. Das ist nämlich auch die Aufgabe eines Missionsbauers, dass er sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was habe ich für Flugzeuge, was habe ich für Umgebung. So, und hier ziehe ich jetzt einfach mal meine Tabelle rein. Und jetzt habe ich hier unten die AV8B. Und die AV8B kann Frequenzbereiche von 30.000 bis 87.900. Und zwar ist das reserviert für den Close Air Support. Dann haben wir 108 bis 118. Dieses Frequenzband ist reserviert für die Navigation. Also für die Navigation über Funkbeacon zum Beispiel. Und dann haben wir hier die 225.000 oder die 225.000 bis 399.975. Die ist reserviert, dieser Frequenzbereich ist reserviert für Flight, ATC, also das ist ein normaler Flug, ATC, das ist die Air Traffic Control, FAC, das ist die Front Air Control, gibt es auch als Combat Air Control und was kann da noch alles drauf liegen? In diesem Frequenzband hat man dann zum Beispiel auch den AVAX drin, da hat man auch die Tanker drin, ne? Also für Air Refueling. Entschuldigung. Das ist alles in diesem Frequenzbereich von 225 bis 399 anzusiedeln. So, dann schiebe ich das jetzt mal wieder auf die Seite. Und wir schauen uns Kutaisi an. Also das war jetzt ein bisschen schnell. So, ich klicke jetzt hier auf Kutaisi. Und hier wird mir jetzt oben angezeigt, Tower Frequenz von Kutaisi. Ich hätte hier einmal die 41.000, die 134.000, die 263.000 und die 4.400. So, jetzt ist es so, jetzt muss man sich dazu nochmal, also wir haben jetzt einen Frequenzbereich, den das Flugzeug kann und wir haben einen Frequenzbereich, den der Flugplatz kann. So, und dazu möchte ich euch jetzt nochmal etwas vom Flugplatz zeigen. Und zwar, jeder Flugplatz hat im Kneeboard, oder wenn ihr im Flugzeug sitzt, habt ihr ein Kneeboard. Und dann könnt ihr das Kneeboard von dem jeweiligen Flugplatz aufmachen. Das sieht dann wie folgt aus, also das sieht so aus. Und auf diesem Flugplatz findet ihr jetzt verschiedene Daten. Oder auf diesem Blatt für diesen Flugplatz, das ist der sogenannte Aerodrome Chart, ne? Steht auch hier unten links.
von Kutaisi. So, und hier haben wir auch unten links die Tower-Frequenz, das ist 134. Dann haben wir hier die ILS-Frequenz, die ist 109.75. Und wir haben hier die beiden Landebahnen, das ist die 07 und die 25. Also das wären einmal 70 Grad und einmal 250 Grad. Und das ILS ist reserviert für die Runway 07, also für die Runway 70 Grad. So, und jetzt haben wir eigentlich im Grunde alle Informationen, mit denen wir arbeiten können, damit wir das Radio in dem Flugzeug, damit wir dann vernünftiges Radio-Preset machen können. Denn wir wissen jetzt, eigentlich ist der Tower 134 MHz. Das deckt sich mit dem, was wir hier rechts oben sehen. Das ist quasi die zweite Frequenz, 134 MHz. Jetzt schiebe ich das mal wieder raus und schiebe das wieder rein. Und hier sehen wir jetzt die AV8B. Hat aber nur 108 bis 118. Also das bedeutet, wir können die 134, die uns hier oben rechts angeboten wird, können wir nicht nehmen. Also nehmen wir die, die eins weiter drunter ist. Das ist die 26300 MHz. Und das ist dann auch unsere Tower-Frequenz. Das bedeutet, wir machen hier bei der Voreinstellung in unserem Radio 263 Punkt 000. So. Das hat er jetzt übernommen, das steht jetzt hier drin, das steht hier drin. Und weil wir das natürlich nicht nur auf einem Radio haben, sondern auch im zweiten Radio auch, machen wir Copy-Paste. Und dann steht es auch hier in dem zweiten Radio drin. Wenn wir jetzt, damit können wir jetzt gewährleisten, dass jedes Flugzeug in der Gruppe auf jeden Fall als Heimat Preset Frequenz, die 263000 hat. Das ist auch sehr wichtig für das, erstens mal über das Funkmenü, über das Routemenü. Könnt ihr dann natürlich jetzt kommunizieren mit dem Flugplatz. Aber ihr habt jetzt auch dann für die ganze Gruppe das festgelegt. Also jedes weitere Flugzeug in dieser Gruppe wird dieses, diese Einstellungen hier als Preset haben. Und darauf solltet ihr auch achten, wenn ihr mehrere Gruppen auf einem Flugplatz habt oder auf einem Flughafen habt oder auf einem Flugzeugträger habt, dass ihr in den Channel 1 immer diesen das Preset macht von der Radiofrequenz für diesen Flugplatz oder für diesen Flughafen. Das hat was damit zu tun, im Multiplayer spielen Leute, die etwas erfahrener sind und etwas nicht so erfahrener sind und oder erfahren sind. Und auch Leute, die jetzt erfahrener sind, die müssen dann diesen Kanal erst einstellen. Leute, die nicht so erfahren sind, die wissen unter Umständen gar nicht, dass sie den Kanal einstellen müssen. Und deswegen kommt es zu Kollisionen auf Flugplätzen, auf den Multiplayer, vor allem wenn fremde Leute auf irgendwelchen Multiplayer-Karten spielen. Also macht, seid einfach gute Missionsentwerfer, wie auch immer ihr euch betiteln wollt. Und macht hier ein vernünftiges Radio-Preset. Das ist genauso, was man auch eigentlich machen sollte bei so Missionseditor-Sachen. Das ist, wir gehen her und sagen hier im Briefing, legen wir zum Beispiel einen AVAX fest. So, und dieser AVAX hat eine Frequenz von, keine Ahnung, lass mal einfach mal, was ist denn, 271.500. So. Wenn ihr jetzt das in dem Briefing festgelegt habt als AVAX, beziehungsweise dann auch, wenn ihr einen Tanker habt oder einen Flugzeugträger oder was auch immer ihr einfügen wollt, dann schreibt bitte ins Briefing rein, welche Frequenz das hat. Denn als Spieler auf einer Multiplayer-Karte habt ihr, wenn ihr fremd seid, keine Referenz. Das bedeutet, ihr kommt auf die Karte, würdet gern den AVAX anfunken, wisst aber nicht, auf welcher Frequenz der ist. So, und weil man das einfach auch den Leuten einfacher machen kann, ist es von Vorteil, wenn man jetzt nicht nur die Frequenz angibt, sondern ich sage auch gleich Channel 05. So. Und jetzt kann ich das ganz einfach machen, dass ich hier das wieder mit Copy-Paste rausnehme. Und ich gehe wieder auf mein Flugzeug, gehe hier wieder in meine Radio Presets, gehe hier in meinen Channel 05 und mache hier ein Preset für den AVAX.
Und das mache ich dann auch wieder in beiden Kanälen. Also haben wir dann einen Fünfer, ja. So. Das bedeutet, ich habe dem zukünftigen Spieler gesagt, welche Frequenz der Avex hat. Und ich habe ihn sogar diese Frequenz noch voreingestellt in seinem Flugzeug. Und das ist natürlich die hohe Kunst. Das ist das, was den einfachen Missionsbauer von dem unterscheidet, der das einfach schon länger macht. Also das sind Sachen, die man mit der Zeit lernt. Vor allem, wenn man für verschiedene Gruppen solche Missionen baut, dann wird man relativ schnell irgendwann darauf angesprochen, hey, das und das und das und das habe ich da gesehen, das kann man vereinfachen, das kann man vereinfachen. Und deswegen tut euch einfach selber und der Gruppe, mit der ihr spielt oder der Gruppe, für die ihr diese Mission baut, tut denen Gefallen und macht diese Radio-Presets richtig und vernünftig. Es macht euch vielleicht als Missionsbauer das Leben ein bisschen schwer, weil das ist eine Fleißarbeit, die man dann natürlich machen muss. Aber der Spieler an sich, der dann später spielt, der ist euch sehr dankbar dafür. So, jetzt haben wir noch keine Gruppe erstellt. Also wie gesagt, hier Channel 5 wäre zum Beispiel der Avex. Dann machen wir nochmal den Forward Air Controller. Das ist der FAC. Dem geben wir auch eine Frequenz. Und zwar... Da bin ich aber jetzt recht emotionslos. Sagen wir mal, das ist die 272,500. Wenn ihr natürlich solche Frequenzen vergibt, dann müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, dass die nicht mit Frequenzen kollidieren, die bereits auf der Karte sind. Das stelle ich persönlich immer wieder fest, dass Leute zum Beispiel Tarkan-Nummern vergeben von auf Flugzeugträgern oder für Flugzeugträger und dieses Tarkan existiert bereits. Da müsst ihr vor allem auf der Kaukasuskarte aufpassen, weil auf der Kaukasuskarte so ziemlich jeder Flugplatz einen Tarkan hat, bis auf die russischen Flugplätze. Aber diese, die hier im mittleren Bereich des Kaukasus sind, die Flugplätze, die haben einen Tarkan, weil sie einfach auch hier diesen NATO-Standard erfüllen. Bei einer Karte, wie die zum Beispiel sehr aktuell ist, momentan die Syrien-Karte, da habt ihr nur einen Tarkan, soweit ich weiß, in Incirlik. Ramat David hat keinen Tarkan, weil Ramat David gehört zu Israel und Israel verfolgt diese Philosophie so nicht. So, also, wie gesagt, ihr habt jetzt im Briefing stehen einmal den Avex, einmal den Forward Air Controller. Der Forward Air Controller hat jetzt auch eine Frequenz erhalten. Und wir haben da dazu geschrieben Channel 6 oder Channel 6. Und jetzt habe ich das wieder rauskopiert. Ich gehe wieder auf meine Gruppe, habe hier wieder mein Radio-Menü offen. Und jetzt kopiere ich das Ganze einfach auch hier in das... in die Zeile Nummer 6 rein. Und dann passt das. So. Und jetzt habt ihr nämlich zum Beispiel dem Spieler die Möglichkeit geschaffen, dass er sich das merken kann. Okay, Kanal 1, das ist meine Homebase. Kanal 5, das ist mein FX. Kanal 6 ist mein Forward Air Controller. Und so könnt ihr das dann auch weiter durchstrukturieren, dass ihr zum Beispiel sagt, was ich sehr häufig auch kenne, das ist der Channel 2. Ist der Gruppeninterne, also nur für die Dodge Group. Ja. Das bedeutet, alle Flugzeuge der Dodge Group haben intern meinetwegen die 255, oder? Können die 255 haben? Ja, die können die 255 haben. Dann schreibt ihr natürlich hier ins Briefing rein, dass alle Dodge, also Dodge intern, haben wir die 255.00. So, 00 und die ist auf Kanal Nummer 2. So, dann machen wir wieder Copy, dann gehen wir auf unser Flugzeug, gehen hier ins Radio-Menü, kopieren das hier rein und kopieren das da rein. So, und was ihr jetzt eben, wie gesagt, schon gemacht habt, ihr habt jetzt dem zukünftigen Spieler dieses Flugzeuges das Leben deutlich erleichtert, weil er
weiß, wo sein AVAX ist, er weiß, wo sein FAC ist, er weiß, wo der Kanal ist, mit denen, wo er mit seinen Gruppenkollegen sprechen kann, und er weiß, wo sein Flugplatz ist, seine Heimatbasis. Ja. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier natürlich erst ein Flugzeug stehen und jetzt machen wir einfach ein zweites. Und das ist hier oben einfach mit Unit. Klickt da einmal hier drauf. Nein, falsch. Das ist hier. Klickt ihr hier drauf und jetzt habt ihr das Flugzeug 2. Das Flugzeug 2 wird im Regelfall daneben gestellt oder auf eine Parkposition in der Nähe. Jetzt heißt dieses Flugzeug aber Dodge Group 2. Und da gehen wir einfach her, nehmen das erste Flugzeug, machen einmal Copy, gehen auf das zweite Flugzeug, machen einmal Paste, machen hier aus der 1 eine 2. Hier unten, das Tail hat er uns schon nachgezogen, das Callsign hat er uns auch nachgezogen. Und was jetzt eben das Schöne ist, wenn ich jetzt hier in das Radio-Menü vom Flugzeug 2 schaue, dann ist hier dasselbe Radio-Menü schon drin wie im Flugzeug 1. Deswegen tut euch selber den Gefallen und macht es bei dem Flugzeug 1, also beim ersten Flugzeug einer Gruppe, macht das sauber und vernünftig. Und dann ist es bei allen anderen Flugzeugen der Gruppe, wird es übernommen. Das bedeutet, wir machen jetzt hier auch noch das Flugzeuggruppe, also Flugzeug aus der Gruppe, das dritte. Dann werden wir hier aus dem Dodge 1 einen Dodge 3 machen. Callsign hat er wieder übernommen, das Tail hat er wieder übernommen. Und jetzt machen wir hier noch das Flugzeug 4. So, das ist dann Dodge 5-4. Und jetzt sieht das Ganze schon relativ vernünftig aus. Also auch hier natürlich beim vierten ist auch wieder so, er hat alle Funkfrequenzen übernommen. Und genau. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, ob das soweit alles passt, nicht, dass ich euch jetzt noch irgendwas vorenthalten habe. Weil wir werden das Ganze jetzt nämlich schließen. Und dann werden wir das einmal speichern. So, und dann werden wir das Ganze starten. Und hier habt ihr jetzt zum Beispiel das Briefing. Das ist das Briefing, das dann auch später auf der Multiplayer-Karte gesehen wird. Und hier seht ihr jetzt schön, hier ist der AVAX drin, Kanal 5. Hier ist der FAC drin, Kanal 6. Und hier ist das Dodge Intern drin mit Kanal 2. Jetzt klicke ich hier mal auf Start. So, und jetzt seht ihr hier auch schön, hier sind jetzt eure Piloten drin. Hier ist eure Dodge-Gruppe, ne, das ist die Dodge 5-Gruppe. Und hier habt ihr jetzt das Flugzeug 1, 2, 3, 4, 5. Wir gehen jetzt mal in das Flugzeug 5. So, dann sagen wir Fly. Das sieht jetzt ein bisschen eirig aus. Und jetzt lasse ich mir mal schnell von der Ground Crew Ground Electric Power geben. Dann mache ich die Batterie an. Ground Power is now on. So, dann haben wir hier das Funkgerät an. Und jetzt klicke ich hier COM 1. Ja, ich habe 263, das ist jetzt der Flugplatz, auf dem ich stehe. Dann haben wir 2, das ist die 255, das ist quasi die interne Funkfrequenz. Ich habe die 3, die ist unbelegt, ich habe die 4, die ist unbelegt. Auf der 5 kommt jetzt hier mein AVAX und auf der 5 ist der AVAX und auf der 6 ist jetzt der Forward Air Controller. Und wenn ich jetzt hier einfach mal Escape drücke und dann auf Briefing gehe, dann habe ich hier mein Briefing und dann sehe ich wieder, das stimmt alles überein. So. Und das sind ganz normale Presets. Das ist ein bisschen Arbeit, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ihr den Leuten, die auf eurer Karte spielen, das Leben deutlich einfacher macht. Und das ist eine Sache, das werden diese Menschen zu schätzen wissen, weil sie dann auch sagen, hey, ich würde gerne den Missionsbauer kennenlernen und ihm dafür danken. Weil das eine Sache ist, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber sie ist es nicht. So, dann schaue ich schnell auf meine Karte. Wir haben geklärt, warum ich das Video euch zeige oder warum ich das Video mache, wie man das Ganze macht. Dann habe ich euch jetzt gezeigt, wie man den Funk einstellt und warum man den Funk so einstellt. Und jetzt zeige ich euch noch die Sonderfälle von Gruppen. Ich habe mir da zwei Beispiele rausgeholt und zwar einmal mit Grund die AV8. Die AV8 ist ein Flugzeug, mit
System kann man relativ schnell über die F10-Karte Target Points einfügen. Das Problem ist aber, um Target Points einfügen zu können mit der AV8, muss man vorher einen Wegpunkt haben. Das bedeutet, wenn ihr nicht im Missionseditor einen Wegpunkt vorgebt, dann muss der im Flugzeug sitzend diesen Wegpunkt erstmal reinhacken. So, und jeder, der Wegpunkte sich in sein Cockpit reinhackt, der weiß ganz genau, was für eine beschissene Arbeit es ist. Und deswegen gebt einfach, wenn ihr eine AV8 platziert, einen Wegpunkt vor. Ja, der Wegpunkt kann entweder der Anfang oder das Ende einer Lande- oder Startbahn sein. Es kann das Bullseye sein oder es kann ein Sammelpunkt sein oder was auch immer. Das ist völlig egal. Aber gebt den Jungs, die AV8 spielen, die Möglichkeit, dass sie schnell ihre Target Points reinbringen in ihr Flugzeug. Und deswegen müsst ihr einen Wegpunkt vorgeben. Und ich selber bin kein A10-Pilot, aber ich glaube, bei der A10 ist genau dasselbe Spiel. Also da, die brauchen auch einen Wegpunkt, damit sie ihre Target Points setzen können. Und am Beispiel der, der F14 zeige ich jetzt euch nochmal was, ein Preset, das ihr machen solltet. Und zwar, ich stelle jetzt einfach mal hier ganz einfach eine F14 her. Na, F14, wo bist du? Hier ist die, F14B. Und wenn ihr, mit der macht ihr natürlich genau das Gleiche. Also ihr habt hier die Einstellmöglichkeit Client. Dann habt ihr hier ein Radio-Menü. Ihr habt hier das Radio-Menü einmal für den Piloten, einmal für den Co-Piloten. Und da gebe ich euch noch einen heißen Tipp mit. Pilot und Co-Pilot haben nicht dieselben Frequenzbänder, also nicht zwingend dieselben Frequenzbänder. Deswegen passt da bitte auf, welche Funkfrequenzen ihr ihnen vorgibt. Aber was wichtig ist an einer F14-Gruppe, ist, dass ihr hier hinten, wo die drei Punkte sind, hier gibt's einen Haken zu setzen, und zwar INS Reference Alignment Stored. Das Alignment in der F14 dauert sehr, sehr lange, also unverhältnismäßig lange, aber realistisch lange. Und wenn ihr das Ganze etwas abkürzen wollt oder den Leuten auf eurer Karte die Möglichkeit geben wollt, das ein bisschen schneller zu machen, dann macht hier einen Haken rein in das INS Reference Alignment Stored. So, und damit das Video jetzt nicht noch viel länger wird, werde ich das an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr nehmt euch das ein bisschen zu Herzen, was ich euch jetzt so erzählt habe, denn das sind einfach nur Kleinigkeiten, die... Ja, wie soll ich sagen, wenn ihr eine Mission baut und wenn ihr diese Mission online stellt, dann hat es ja was damit zu tun. Ihr wollt ja, dass andere Leute diese Mission spielen und dass sich andere Leute mit über das freuen, was ihr da gemacht habt. Also macht bitte das, was ihr tut, macht es richtig. Und dieses Video ist ein Schritt in die Richtung, wo ich euch sagen kann, das ist auf jeden Fall etwas, worüber sich die Leute freuen und wo ihr positiv in Erinnerung bleibt. Und das ist, glaube ich, das, was ihr ja möchtet. Ihr möchtet positiv in Erinnerung bleiben. So, also, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Es wird noch mehr Videos geben zum Thema Multiplayer, also speziell zum Thema Multiplayer, weil mir da noch ein paar andere Sachen aufgefallen sind, die ich jetzt nicht so toll finde. Und da geht auch eine Entwicklung in eine Richtung, die mir jetzt die letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr aufgefallen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Like da oder abonniert mich. Das würde mich natürlich sehr freuen. Das zeigt mir auch, dass das, was ich tue, euch gefällt, ja, und dass ihr damit etwas anfangen könnt. Ihr könnt mir auch gerne Kritik da lassen. Natürlich, dass ich heute einen belegten Hals habe und etwas räuspern und husten muss. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik. Kritik, die nicht zielführend ist, also einfach nur dein Video ist scheiße, ja, sowas werde ich kommentarlos löschen, aber über Kritik, die konstruktiv ist und die mich auch im Erstellen von weiteren Videos vorwärts bringt, die werde ich auf jeden Fall annehmen und überdenken. So, also, das war's von mir, viel Spaß noch und macht's gut, bis zum nächsten Mal.